Die leichten Tage des Sommers sind vorbei. Auch Erholungszeit für uns als Weltbeben-Team. Von daher, wir haben euch über die letzten Wochen mit einer etwas leichteren Kost versorgt als solches. Das auch immer mit einem gewissen Augenzwinkern, ganz klar, so soll es sein. Allerdings, es passiert so viel bei uns im Land. Die Ständige Impfkommission hat jetzt die Impfung für Kinder ab 12 Jahren freigegeben. Man redet mittlerweile ganz offen über die dritte Impfung für die Menschen, die schon geimpft sind. Von daher, für uns als Weltbeben ist es an der Zeit, mal genauer hinzuschauen. Wir hatten Gelegenheit, mit Medizinern zusammen mikroskopisch Impfstoffe zu untersuchen und natürlich auch einen Einblick da rein zu bekommen, wie sich Blut verändert von Menschen, die geimpft sind, im Zeitablauf, also tatsächlich auch erfahrene Menschen, die wir da befragt haben. Von daher heute in unserer Weltbeben-Reportage das Thema Impfstoff Backstage. Ja, herzlich willkommen bei Weltbeben 2020. Wir berichten heute hier aus Montabaur. Wir haben die Gelegenheit mit einem Mediziner zusammen, mit einer Alternativmedizinerin und zwei Rechtsanwälten einmal Impfstoffe zu untersuchen und dann nochmal Blut von geimpften Personen zu untersuchen, einfach um uns mal ein Bild davon zu machen, was sind dort Inhaltsstoffe, die zumindest irgendwie vielleicht prüfwürdig aussehen, beziehungsweise ist das ein ganz normales Bild, Blutbild als solches, was gibt es da für Besonderheiten, und wie gesagt, dafür haben wir uns medizinische Fachkräfte geholt, die uns da genauere Sachen zeigen können. Das werden wir dann im Anschluss auch hier nochmal mit einspielen. Und ich möchte natürlich auch wiederum mit den Personen ins Gespräch kommen. Wie sich die Veränderung gestaltet. Wie sich die Veränderung vielleicht gestaltet hat. So. Ja, also wir sehen halt in dem ersten Blutbild, ne, dass ja auch die erythrozyten sollen jetzt ja so aussehen, dass sie halt beim Atmen, wenn die kleinen Erythrozyten durch die Kapillaren gehen, sollen ja den Sauerstoff aufnehmen und Kohlendioxid wieder abnehmen. Das geht eigentlich nur, wenn sie so schön offen sind, was wir jetzt hier gesehen haben. Mhm. Und wenn die jetzt hier alle hier so belastet sind mit Endobionten, sagt nach Enderlein, Vorstufen von Bakterien, die alle hier in allen Erythrozyten gleichzeitig sind, dann haben wir hier schon deutlichen Sauerstoffdefizit, mit Sicherheit. Und so hat die Patientin sich aber auch gefühlt. An was anderem konnte es jetzt nicht liegen? Sie hat sich genauso ernährt oder auch gesund? Alles gleich, ja. Hat sich nichts geändert. Nee, sie hat auch gemerkt, war deutlich reduziert in ihrer Kraft. Sie ist ja Türkin, sie hat sonst immer nur Tee getrunken. Sie hat immer hier nur an meiner Wasseranlage gesessen und hat sich immer wieder Wasser geholt. Sie wollte auch nur draußen arbeiten, nicht drinnen arbeiten. Und hat sie dann auch draußen beschäftigt. Und das war schon auffällig. Und sie hat auch geschwitzt und sie sagt ja auch, nach der Impfung hat sie erstmal gelegen, der Arm muss ganz dick gewesen sein und sie hat sich überhaupt nicht wohl gefühlt. Also hat gleich auch ein bisschen Fieber gehabt, das ist ja ganz heiß, hat sie mir erzählt. Also sie hat gesagt, immer heiß und kalt tun sich abwechseln. Habe ich aber von anderen Impflingen auch gehört, ne, dass die immer ganz heiß ist und dass die wieder dann Wärme brauchen. Jetzt kriegen wir ja im Moment viel erzählt, Vermutungen nicht nur, sondern inzwischen bestätigt, dass die Spike-Proteine Thrombosen auslösen, ja, ja, die sich in den Erythrozytenzellen, also in den Gefäßwandzellen, bilden, mhm, und dann sich miteinander verhaken, die Spikes. Mhm. Was wir hier sehen, sind ja aber ganz andere Ursachen für Thrombosen, ne? Ja, sondern das sind hier die roten Blutkörperchen offensichtlich die Auslöser, die einfach so lang sind. Wie lang sind die denn dann ungefähr? Kann man sagen, wie lang das ungefähr ist? Kann man es abschätzen? Wenn ich sage, hundertfache Vergrößerung. Die Stechapfelform meinen Sie jetzt, ne? Nein, ich meinte jetzt da dieses wurmartige Geldrollen. Die ist hier, ne? Mhm. Nee, das kann man nicht sagen. Aber wie kommen Kapillargefäße damit klar? Ja, nicht besonders gut. Also ich sage mal, der Mensch hat ein unglaubliches Kompensationsvermögen und mich erstaunt das auch immer wieder, dass die dann noch durchgehen. Selbst wenn man nach 3 Wochen solche Strukturen noch sieht und im Grunde genommen nichts Wesentliches passiert ist, außer dass die Menschen sagen, ich kann mich nicht konzentrieren, ich habe Kopfschmerzen, ich fühle mich nicht wohl.
Ja, also mehr ist es ja oft gar nicht. Aber ich denke, es ist eine Ausgangssituation für Thrombose. Ja. Und wenn wir den alten Hippokrates zitieren, der sagte zu seiner Zeit, Krankheit entsteht aus den vielen kleinen täglichen Sünden, ja, wieder die Natur. Und die Krankheit bricht scheinbar auf einmal hervor. Ja, das heißt also, es ist immer ein Summationseffekt, bis also so etwas entsteht. Aber das ist mit Sicherheit einer der Dinge, die dazugehören. Und die stachelförmigen Erythrozyten führen auch zu Verklumpungen? Nee, das kann auch sein, dass dies dass die eben durch irgendwelche Hilfsstoffe belastet sind und deshalb diese komische Form eingenommen haben. Dafür haben wir einfach noch zu wenig Bilder, um das... Na gut, Frau Pitala hatte ja gesagt, was sind da für Formen noch drumherum, die da irgendwie angreifen oder Bakterien? Sie hatten irgendeine Urbakterienform. Das sind Bakterienformen, ne? Und ich muss noch gucken, wo ich überhaupt hier... Es kann auch sein, dass ich die hier noch auf der Karte habe. Also mir ist es auffällig, dass hier dieser Aspergillus, diese seltene Form, dass ich das jetzt im Blut habe. Und da waren aber noch bei den einen waren noch irgendwelche Urbakterien mit dabei. Ja, also in der Stechapfelform sind sind es Endobionten, nennen die sich. Das sind Urbakterien, die sich in den roten Blutkörperchen aufhalten, sich dann in dem roten Blutkörperchen auch hochentwickeln, je nach Milieu, und dann irgendwann platzt die Membran und dann haben wir die Bakterien alle im Blut. Okay. Und dann sieht das aus, als wenn ein Patient eine ganz neue Infektion hat von außen, die ist dann ganz häufig auch von innen. Kann man auch nach Antibiotikatherapie auch beobachten. Erstmal ist ganz sauber und dann, die Bakterien sind auch nicht blöd. Und die merken, ich werde jetzt hier angegriffen, ne? Und dann hauen wir mal schnell in die Erythrozyten ab. Es ist eine Membran drumherum, da kommt kein Antibiotikum ran. Das ist also oft da ganz häufig zu sehen. Also Schulmedizin verweigert sich ja leider dieser Dunkelfeldmikroskopie, dem lebenden Blut, um das zu betrachten. Und so könnte man vielleicht, wenn die bereit wären, eben auch sehen, dass die Masken vielleicht auch hier noch zu beitragen, dass eben hier Aspergillus im Blut erkennbar ist, weil in der Maske können sich solche Pilze eben jetzt gerade im Sommer sammeln. Und diese feuchten Kammern sind ja Brutstätten für Pilze. Und dann können die natürlich über die Atemwege auch ins Blut gelangen. Und wir wissen, dass das ja so weit gehen kann, dass dann eben auch Aflatoxin gebildet wird, im Körper gebildet wird, das wiederum dann die Leber belastet bis zum Leberversagen. So, hier habe ich jetzt eine andere Patientin, da habe ich jetzt auch ein Blutbild. Das ist also diese alte Patientin. Genau, da oben haben wir das erste Blutbild, was ich von ihr gemacht habe. So, ne? Also kam, wie gesagt, ein Jahr zur Behandlung mit Sauerstoff. Also einmal die Woche. Ja, man sieht hier also auch, jetzt ist ja jetzt nicht so groß vergrößert, ne? Hier diese hellen Punkte, das sind also Leukozyten hier. Weiße Blutkörperchen. Man nennt dieses Bild hier eine Anisozytose, das heißt also jeder Erythrozyt hat eine andere Form. Ne, was also es ist eine starke Schädigung der Erythrozyten, eigentlich auch der Erythrozytenmembran. Wie lange nach der Impfung ist das entstanden? Ja, die kam leider, wie gesagt, sie hatte 14 Tage Pause gemacht, hat sie gesagt, sie will erstmal nicht kommen, und das ist dann in der dritten Woche. Dritte Woche nach der Impfung? Dritte Woche nach der Impfung, ja. Ich sag mal, ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass das geimpft wird. Wie sieht ein Blutbild von jemandem aus, der eine Impfung für Masern bekommt? Ja, habe ich jetzt hier leider ja noch nicht gehabt. Nee, kann ich nicht sagen. Aber das sieht so, wie wir sagen, also eigentlich ist es ein toxisch belastetes Blutbild. Aber ist ein Blutbild von einem Masern geimpften Patienten, nenne ich es jetzt mal, oder Menschen, ist das auch verändert gegenüber dem Ursprung erstmal vom Grundsatz her, oder ist das, ja, erkennt man da keinen Unterschied? Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie, zehn bis 20 Blutbilder in der Woche in Ihrer jahrzehntelangen Praxis abgenommen haben.
dass sie solche Blutbilder nie gesehen haben und sie haben 10 bis 20 pro Woche natürlich auch während einer Impfsaison abgenommen. Das heißt, es ist auch ihnen früher bei Grippeimpfungen, Influenza, dass ihnen nie irgendetwas aufgefallen. Nee. Ja. Aber ich muss Ihnen sagen, die vielen Patienten, die ich habe, die zu der Zeit haben die sich nicht impfen lassen. Also meine Patienten, die gekommen sind, die haben nichts von Impfung gehalten. Also von keiner Grippeimpfung und von Masernimpfung auch nicht. Weil unsere Patienten sind ja auch aufgeklärt, was hier im Moment irgendwie alles untergefallen ist. Ja, also meine Patienten sind dann alle nicht geimpft. Also ganz selten. Also wenn ich aber so ein Blutbild habe, die kommen ja regelmäßig, meine Patienten, machen auch flächendeckend bei jedem Patienten Blutbilder. Ne, und dann, wie sieht denn Ihr Blutbild aus? Ne, und dann, ich war mit dem Doktor und ich konnte mich gar nicht so schnell wehren. Ne, und ich sage, Sie wissen das? Ja, ich weiß das. Also dann habe ich halt auch so Blutbilder. Aber es ist halt selten vorgekommen. Sollen wir das nächste noch gucken? Ja. Also von der habe ich jetzt nämlich flächendeckend. Ja, das war jetzt ja das war direkt nach der Impfung dann gewesen. Ja, ja, ne? Also ich sagte, hier 3 Wochen nach der Impfung, also ich habe sie halt, weiß sie ja ständig hier. Dann konnte ich ja jede Woche, ne? Aber jetzt guckt euch das jetzt hier an. Ne? Also es hat sich im Grunde genommen, also ich habe dann eigentlich schon fast Angst um die Patienten gehabt, weil es war nach Sauerstoff und nach Wasser trinken. Und da hat sich nichts bewegt. Mir lange war das die gleiche? Ja, die gleiche Patientin. Ja, weil sie kommt ja wegen Sauerstoff und wie das Blutbild da ausgesehen hat, sie eingefallen ausgesehen, sie war auch schon komplett durcheinander und also wie gesagt, man konnte mit ihr gut umgehen und also ich war dann auch ein bisschen geschockt, wie ich das Blutbild gesehen habe. Weil ich habe ihr, glaube ich, noch mal ein zweites nach Sauerstoff und nach Wasser noch mal gegeben, vielleicht ist es ja auch da. Auch hier vielleicht wieder, was ist ungewöhnlich an diesem Blutbild jetzt gegenüber Normalzustand? Weil es hier total eng zusammen ist. Ne? Also wir sehen ja hier normalerweise, ist das ja das Plasma hier, ne? Und hier hängt ja alles aufeinander. Also ich sehe ja schon praktisch die Erythrozytenstruktur schon mit großen Schwierigkeiten. Da brauche ich gerade mal die Gegenseite, ich muss gerade noch... Wissen Sie zufällig, mit welchem Impfstoff diese Person geimpft wurde? Ja, Biotech, ja. Ja, das ist übrigens ein Erythrozyten-Konglomerat, ne? Also nicht Erythrozyten, Leukozyten, ne? Weil klar, die wehren sich ja auch, die Leukozyten, und dann tun die sich oft hier so kristallin ausbilden, weil normalerweise schafft das der Körper selber, die verbrauchten Leukozyten abzutragen. Ne? Und wenn er dann aber so belastet ist, also die sind auch hier irgendwo drunter, man sieht sie jetzt in dem dicken Blut gar nicht. Und dann gibt es halt so Zusammenballung. Ne? Und jetzt ist auch kristallin, richtig Kristall. Deshalb leuchtet es hier auch so. Aber das schafft der Körper normalerweise alleine. Da muss man auch nichts unternehmen. Aber es ist halt hier auffällig. Ne? Das sind bestimmt so einige hundert alte Leukozyten, die hier zusammenhängen. Nach erfahrungsgemäß, nach welchem Zeitraum entstehen diese Stachelformen, ja, also wenn man das Blut einfach sich selbst überlässt? Ja, so einen Tag später ist das schon da. Ne? Okay. Oder gegen Abend, so nach 5-6 Stunden. Mhm. Aber jedenfalls nicht nach 10 Minuten. Aber nicht so schnell. Und das ist schulmedizinisch eigentlich nicht anerkannt, dass so jetzt? Nein, leider nicht. Aber in der Schulmedizin ist diese Diagnostik nicht anerkannt, aber die Stachelformen kennt man schon. Die kennen sie schon und die kennen auch die Geldrollen, kennen die auch. Mhm. Das Phänomen kennen sie auch, ne? So viel ich weiß. Mhm. Ist das einfach dann ein natürlicher Prozess, dass sich das wieder verdünnt, nenne ich es mal? Oder also der Impfstoff sich dann weiter verdünnt oder wodurch kommt diese Lockerung? Hat er jetzt dann erstmal so, also vielleicht hat der Körper das auch irgendwie sich da erstmal mit arrangiert, ne? Also erstmal kriegt er ja so einen Stoß davor gesetzt, wo er sagt, huch, was ist das denn jetzt hier? Wie gesagt, naja, und dann hat sich diese Situation, was ist ja eigentlich, ich würde sagen, es ist ein traumatisches Erlebnis, was der Organismus da erlebt. Und wo der sich erstmal mit arrangieren muss. Ne? Und das hat er jetzt offensichtlich hier ein bisschen. Also so hat sie es auch den Eindruck gehabt. Sie war auch nicht mehr ganz so durcheinander.
und konnte ein bisschen mehr mit ihr anfangen. Also wenn man, wenn man jetzt die Schulmedizin dazu befragen würde, das kann die nicht interessieren, weil die nicht nach der Ursache schauen, sondern die würden einfach sagen, ja, wenn da eine Verklumpung ist, dann geben wir eben an die Koagulantien, das heißt also Blutverdünner. Und da wird einfach nur das Blut verdünnt, da wird nicht gefragt, warum das jetzt so ist, sondern da wird das einfach gemacht. Und es scheint so zu sein, dass man jetzt schon hingehen wird in absehbarer Zeit und einfach Blutverdünner von vornherein mitgibt, damit das gar nicht erst passiert. Mhm. Das ist die Konsequenz daraus. Aber wir müssen ja hier auch davon ausgehen, dass viele Menschen eben Erkrankungen haben, mehrere Erkrankungen haben. Und gerade die sind ja besonders gefährdet durch die Impfung. Das haben wir eben auch in den Altenheimen gesehen, dass gerade dort eben viele Menschen gestorben sind. Also ein jüngerer Mensch kann das wahrscheinlich besser verkraften. Aber wir sehen ja auch bei den jungen Menschen eben die Sinusvenenthrombose, also oben im Kopf, oder die Lungenembolie, die sich dann ergibt. Und das sind natürlich also schon dramatische Ereignisse und auch tragische Ereignisse, wenn Menschen daran sterben. Aber die Ursache ist damit ja auch nicht gelöst. Und dass Sie sehen, was wir jetzt hier schon für Zeit brauchen, um solche Bilder zu analysieren, das hat ein Schulmediziner nicht. Der hat wenige Minuten Zeit für den Patienten, der fragt, wie geht's? Ah, ich habe Kopfschmerzen. Ja, dann kriegt er was gegen die Kopfschmerzen. In der Naturkunde können wir den Kopfschmerz sehr differenziert betrachten, können sagen, Schläfenkopfschmerz hat eine andere Ursache, kommt von der Galle zum Beispiel, aus der chinesischen Medizin wissen wir das. Und ein Stirnkopfschmerz hat mit dem Darm zu tun. Ja, das heißt, da haben wir schon ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Aber dafür brauchen wir einfach Zeit für den Menschen. Das haben wir in der Schulmedizin nicht mehr. Ja, also Kassenmedizin und Privatarzt ist eben da ein Riesenunterschied. Was ist denn der größtmögliche Zeitraum oder der längste Zeitraum zwischen Impfung und Blutabnahme mit dieser Symptomatik? Ja, wie viele Wochen war es denn maximal noch da? Ja, das ist jetzt praktisch 6 Wochen. Wir haben ja jetzt hier schon die zweite Impfung. Und da war es jetzt hier 3 Wochen. Weil ich kriege das ja jetzt auch erst alles. Schon ist ja alles sehr kurz, das heißt, die Impfung wird ja erst seit dem Winter gemacht und jetzt kommen wir erst darauf und sagen, wir müssen an den Stellen erstmal suchen, dass man die Ursache rankommt. Wir wissen nicht, was in den Impfstoffen drin ist. Wir wissen nicht, wie das Ganze interagiert und da sind wir jetzt erst wirklich ganz am Anfang. Mhm. Deshalb so einen Impfstoff herzustellen, wir sind jetzt erst in der Phase 3, braucht eben 8 bis 12 Jahre. Und wir sind jetzt im ersten halben Jahr noch. Ja. Und von da aus gesehen bräuchten wir jetzt noch viele Jahre. Und deshalb dürfte das am Menschen gar nicht ausprobiert werden. Aber es ist jetzt schon mal ein wichtiger Hinweis. Blutverdünner haben auch nichts geholfen. Menschen, die regelmäßig Blutverdünner nehmen. Ja, sie helfen schon. Nur es sind wieder die Kompensationsmechanismen. Das heißt, das wird jetzt so weit verschoben, dass der Mensch damit leben kann. Also es wird sicherlich weniger damit passieren. Aber es ist keine Heilung damit. Ja, das heißt, es ist wieder die Leitlinien getreu. Wenn da irgendwelche Probleme sind, okay, dann gibt es eben gerade dieses Medikament zur Blutverdünnung. Mehr nicht. Da wird nicht gefragt, wie können wir das an der Ursache wirklich behandeln. Ja, deshalb wird nichts am Impfstoff geändert werden, erst einmal. Wir wissen jetzt ja auch nicht, die Ulmer Universität, glaube ich, gewesen, die diese Verunreinigungen festgestellt hat. Sind es die Verunreinigungen, die jetzt dazu führen? Oder sind es andere Hilfsstoffe, die drin sind, die wir nicht kennen, die dazu führen? Sind es allergische Prozesse, die dazu führen? Das ist alles offen. Nee, das lassen wir mal schön sein. Ja, was denken Sie, was auf die Geimpften zukommt? Ja, also was Sie von Bakti hören und von anderen Virologen, müssen wir einfach jetzt abwarten. Aber Sie sagen, dass es dann eine Autoaggression gibt, ne, in der Lunge, und dass es notfalls auch ganz, ganz viele Tote geben soll. Wird gesagt. Also müssen wir einfach abwarten. Was sagen Sie allgemein zum Impfstoff oder zum Impfen? Naja, der Impfstoff ist jetzt erst in der dritten Erprobungsphase. Die dauert 8 bis 12 Jahre. Und dann kann man eigentlich erst was über den Impfstoff sagen. Also normalerweise wird das ja an Tieren erprobt. Vorsicht. Also dieses Blutbild stammt von der Patientin, die ist 72 Jahre alt, hat sich jetzt die zweite Impfung geben lassen, wieder allen.
Ja, eigentlich weiß ich das eigentlich alles, aber hat es trotzdem machen lassen. Und dann habe ich gesagt, also bitte, wir sind auch befreundet, dann kommt bitte her und dann gucken wir uns das mal an. Ja, das sind jetzt die Blutbilder. Sie war gerade gestern da. Direkt nach der Impfung oder wie viele Tage nach der Impfung? Nee, das war jetzt vier, fünf Tage. Nach der Impfung. Also auch relativ, ja, dicht daran. Also die merkt jetzt nichts, was sie sagt. Also die Geldrollenbildung hält sich sehr lang. Aber die hält sich, also, ja. So 3 Wochen habe ich jetzt auch solche Beobachtungszeiträume. Ich kann es leider nicht dokumentieren. Aber die Geldrollenbildung sieht man über 3 Wochen hinaus. Ja. Ich habe hier bei der alten Patientin auch gesehen, ja. Nee, ich wollte nächste Woche auch nochmal einbestellen. Ja, und da hat auch kein Wasser hier geholfen. Und kann man der. Ja, vielleicht sind es wieder diese Eiweißverunreinigungen, ja, die wir schon diskutiert haben, ja, ja, die da möglich sind. Ja. Die in Ulm festgestellt wurden. Genau, die in Ulm festgestellten Eiweißverunreinigungen. Die sollen ja angeblich im Toleranzbereich liegen. Wollen ja nachträglich werden. So. Naja, ich meine, die machen diese Dunkelfelder nicht und deshalb können die ja nur das über Labortechnik sagen, dass das ein Toleranzbereich ist. Aber hier haben wir ja einen ganz anderen Toleranzbereich. Mhm. Wenn man das Blut eben aus der Sicht sieht, sieht es ja oft schon viel kränker aus, als die Schulmedizin das überhaupt erst erkennen kann. Ja, wenn da einer hinkommt und sagt, mir geht es nicht gut, dann fragt der Arzt ja auch nicht, haben Sie jetzt einen Liter nicht gut gehen oder einen Kilometer nicht gut gehen oder ein Kilogramm nicht gut gehen? Es ist nicht messbar. Ja. Und hier, da irgendwo zwischen liegt die Wahrheit. Und das kann schon sein, dass die Menschen dann sagen, wenn das Blut so verändert ist, ich fühle mich nicht wohl, mir geht es nicht gut. Ja, aber das ist eben da ein Bereich, in dem die Naturkunde schon startet und eben auch hier Möglichkeiten hat, das Ganze wieder zu verändern. Mhm. Und sei es nur das Heilfasten. Der Staat aufgerufen, da wirklich Hand anzulegen und die Dinge, die Lücke zu schließen. Denn Ihre beiden Fälle, die werden ja jetzt überhaupt nirgendwo erfasst. Nein, es ist dann wieder so, wenn Sie kassenversichert sind, dann ist der Kassenarzt zuständig, der jetzt dann also weitere Dinge veranlassen müsste. Und der sagt dann aber, ja, das hat sich ja schon wieder gegeben und der Mann ist ja eben schon 82 Jahre alt, das ist kein Impfschaden gewesen, das ist einfach so jetzt, der ist so alt, das ist ein Alterszustand. So, was will man da machen? Ja, und ich sage auch, wir sind vor 4 Wochen noch nicht so weit und so hellhörig gewesen, wie wir es heute sind. Da hat sich in den letzten 4 Wochen schon sehr viel ergeben, wo wir sagen müssen, heute würde ich das vielleicht schon anders angehen. Mhm. Wird von den offiziellen Stellen ja gerade so behauptet, dass die Vorteile der Impfung überwiegen, aufhin der Gefahren, was uns im Herbst ja generell drohen sollen. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Schauen Sie, es gibt ja, ich sage es nochmal, Gesundheit muss gelebt werden, in Klammern Disziplin. Das Medikament Nummer 1 ist die Nahrung. Im letzten Jahr ist die Autoindustrie gestoppt worden, in dem ersten Lockdown. Man hat aber nicht die Tabakindustrie gestoppt. Man hat nicht den Tabak vom Markt genommen, obwohl man damals sagte, es ist eine Lungenerkrankung. Hätte man doch in der Fürsorgepflicht der Politik eigentlich erstmal den Tabak von der Straße nehmen müssen und hätte sagen müssen, in der Vorsorge, Tabak kommt jetzt weg. Man hätte auch sagen können, in der Vorsorgepflicht, wir haben noch keinen Impfstoff oder wir haben zu wenig Impfstoff, was kann man tun? Also Vitamin C hochdosiert einnehmen, Zink einnehmen, Vitamin D3. Ja, das sind schon mal 3 grundsätzliche Dinge, mit denen wir also Krankheiten vermeiden können. Und es geht ja hier erstmal ums Vermeiden, dass man gar nicht erst krank wird, aber die Impfung brauche ich da nicht. Mhm. Dann machen wir den Wechsel. So, also ist jetzt hier nochmal dieselbe Patientin. Also wir dunkelfeldige Leute gucken uns immer gerne die Blutbilder nochmal total. Aber Sie haben ja eben von 2 Fällen berichtet. Der eine, wo jemand desorientiert war, ja, der nachher sogar zum Pflegefall war. Da habe ich spontan dran gedacht, dass es sich um eine Sinusvenenthrombose handeln könnte. Und wäre da jetzt nicht eine Zurückverweisung zwecks Studien erforderlich oder denkbar gewesen, ein Angio-CT zu machen? Also ich bin in dem Fall nicht der Hausarzt, sondern ich bin nur notfallmäßig gerufen worden, mhm, und habe das eben dann in dem Zustand beobachtet und habe das nachher dann wieder nur gehört, wie es, okay, ihm geht. Ja, dass er jetzt also nicht mehr in den ersten Stock in sein Bett kommt, sondern unten ein Pflegebett hat. Im Wohnzimmer ist jetzt ein Pflegebett und da schläft er jetzt eben.
dann wird das Ganze Sie sehen schon neben dem zeitlichen Zusammenhang und neben der Korrelation eine mögliche Mitursächlichkeit für die Verschlimmerung seines Gesundheitszustandes. Durch die Impfung? Ja. Ja, absolut. Mhm. Absolut. Also ich denke hier, gerade weil wir in 3-4 der Impfstoffentwicklung sind, ist doch die ganz klare Forderung, dass man solche Fälle wirklich in ein Überwachungssystem überführen, wo genau gesagt wird, was können wir feststellen, ja, so wie es in der klinischen Studie auch der Fall wäre. Und hier ist der Staat aufgerufen, da wirklich Hand anzulegen und die Dinge, die Lücke zu schließen. Denn Ihre beiden Fälle, die werden ja jetzt überhaupt nirgendwo erfasst. Nein, es ist dann wieder so, wenn Sie kassenversichert sind, dann ist der Kassenarzt zuständig, der jetzt dann also weitere Dinge veranlassen müsste. Und der sagt dann aber, ja, das hat sich ja schon wieder gegeben und der Mann ist ja eben schon 82 Jahre alt, das ist kein Impfschaden gewesen, das ist einfach so jetzt, der ist so alt, das ist ein Alterszustand. So, was will man da machen? Ja, und ich sage auch, wir sind vor 4 Wochen noch nicht so weit und so hellhörig gewesen, wie wir es heute sind. Da hat sich in den letzten 4 Wochen schon sehr viel ergeben, wo wir sagen müssen, heute würde ich das vielleicht schon anders angehen. Mhm. Wird von offiziellen Stellen ja gerade so behauptet, dass die Vorteile der Impfung überwiegen, aufhin der Gefahren, was uns im Herbst ja generell drohen sollen. Ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll. Schauen Sie, es gibt ja, ich sage es nochmal, Gesundheit muss gelebt werden, in Klammern Disziplin. Das Medikament Nummer 1 ist die Nahrung. Im letzten Jahr ist die Autoindustrie gestoppt worden, in dem ersten Lockdown. Man hat aber nicht die Tabakindustrie gestoppt. Man hat nicht den Tabak vom Markt genommen, obwohl man damals sagte, es ist eine Lungenerkrankung. Hätte man doch in der Fürsorgepflicht der Politik eigentlich erstmal den Tabak von der Straße nehmen müssen und hätte sagen müssen, in der Vorsorge, Tabak kommt jetzt weg. Man hätte auch sagen können, in der Vorsorgepflicht, wir haben noch keinen Impfstoff oder wir haben zu wenig Impfstoff, was kann man tun? Also Vitamin C hochdosiert einnehmen, Zink einnehmen, Vitamin D3. Ja, das sind schon mal 3 grundsätzliche Dinge, mit denen wir also Krankheiten vermeiden können. Und es geht ja hier erstmal ums Vermeiden, dass man gar nicht erst krank wird, aber die Impfung brauche ich da nicht. Das war sie also, unsere erste Reportage bei Weltbeben 2020. Beeindruckende Bilder, natürlich, die auch nachdenklich machen. Von daher, jetzt liegt es daran, den Menschen, die sich schon haben impfen lassen, beziehungsweise die, die es auch noch vorhaben, tatsächlich mehr Klarheit noch zu bringen. Was ist dran an diesen ganzen Bildern? Es liegt an Ihnen, liebe Mediziner, als solches. Bitte schauen Sie sich unser Material an. Tatsächlich bewerten Sie auch, was Sie hier gesehen haben. Wir als Journalisten können nur unserer Aufgabe nachkommen und tatsächlich die Informationen, die wir bekommen, verbreiten. Das tun wir hier in dem Moment auch. Medizinisch bewerten können wir es definitiv nicht. Das ist eine ganz klare Geschichte. Jedoch, Veränderungen sind zu sehen. Die scheinen offensichtlich nicht normal zu sein, weil das hört man hier im Video auch, wie es unsere beiden Experten als solches sagen. Sie haben eine ganze Menge Blut als solches schon gesehen. Stellen einfach hier nach den Impfungen entsprechende Veränderungen fest. Auch das, was wir in den Impfstoffen gesehen haben, lässt mindestens Fragen aufkommen, die durch Fachleute beurteilt und bewertet werden müssen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, also es liegt an Ihnen. Schauen Sie sich bitte genau die ganzen Sachen an. Kommen Sie auf uns zu, kommen Sie auch gerne auf die Frau Gitala oder den Herrn Dr. Boland zu. Natürlich, um auch Ihre Sichtweisen, Ihre Untersuchungsergebnisse hier einzubringen und natürlich auch bei uns als Journalisten, wir rennen Sie immer offene Türen ein. Wir würden uns total freuen, wenn hier weitere Mediziner zu Wort kommen, ins Bild kommen natürlich tatsächlich auch tatsächlich aufklärend, wenn Sachen, die wir hier berichtet haben, vielleicht doch nicht optimal waren. Natürlich ist die Technik erstmal eine relativ einfache gewesen, in der kann man auch nicht alles erkennen. Aber genau auch das ist ja ein Aufruf, tatsächlich weiter zu untersuchen, wenn Dinge festgestellt werden. Von daher hiermit die ganz herzliche Einladung, gerade an Mediziner, melden Sie sich bei uns, melden Sie sich hier bei den Akteuren unseres Films. Wir wollen weitere Informationen zu den Bildern, die wir hier haben. Und natürlich an unsere Zuschauer im Allgemeinen wiederum die Bitte, klicken Sie unsere Videos, teilen Sie unsere Videos,
abonnieren Sie uns. Wir freuen uns auch über ein Like entsprechend und die Glocke natürlich. Und natürlich auch letzten Endes für jede Unterstützung, die wir bekommen können, tatsächlich für unsere journalistische Arbeit, dass wir weiterhin so hochwertig berichten können. Vielen, vielen Dank. Bis zu unserer nächsten Sendung.